Hallo. Gut. Ja, läuft jetzt einfach keine Ahnung. Ja, doch. Sie läuft noch. Nein, die Andi. Ja, ich finde mich auch. Das hast du doch nicht so gut. Wir sind gerade in den Powerplay-Studios in Zürich und nehmen unsere allererste EP auf. Wir, Eva Band. Hey, Musik und Lava. Und wir sind mega happy. Das heisst Eva, um das mal klarzustellen. Eva. Eva. Ich schaue gleich Eva. Eva. Das ist Ava schon lustig. Wir werden sie erst Ava genannt, aber es heisst Eva. Ja, und jetzt sind wir da. Und ja, jetzt sind wir haben die Hälfte von unseren Studiotag hinter uns. Die Hälfte kommt noch fürs Zu. Also es ist auch viel noch nicht gesetzt und noch am Entstehen. Ja. Es ist ja sehr schön hier in diesen Studios. Es ist wirklich krass und so ein, auch für uns alle, glaube ich, so ein Traum, in so einem grossen Studio zu sein. Ja, so viel Equipment, so viele Sachen und Synthesizer und tausend Snares und weiss ich alles. Es ist wirklich toll, weil wir da alles für Möglichkeiten haben und auch die zwei Herren, der Massimo und der Cyril, die uns da unterstützen bzw. sehr viel machen für uns. Also wir arbeiten quasi mit Lucky Tiger Records zusammen, sind die zwei Jungs, die damit uns alles machen. Und es ist extrem, was sie noch uns für Inputs geben und was gerade noch einfach aus diesen Songs wird. Weil wir, also wir haben natürlich schon gedacht, dass es viel besser aufgenommen ist, als wir uns vorstellen können. Mhm. Und dass es einfach geil tönt, dass es Bass hat, dass es Stimme schön tönt, einfach alles. Aber es kommen noch so viele Inputs zum Song. Und ja, es ist jetzt wie on the top. Du hast nochmal so viele Sachen ausprobieren, baust nochmal Sachen ein, ganz verschiedene Instrumente, die im Bandraum auch gerne auf die Idee kommst, um so Sachen zu machen. A hard case, it's Kais. Give me attention, baby. Das ist dann auch voll die Stimmung da. Man hat jetzt, 4 Studios sind da im Haus und überall jetzt hörst du wieder so Musiker, die miteinander reden sind oder gerade eine Session aufnehmen sind. Wie so in meinem anderen Studio hat es letzte Woche jetzt, Inder gehabt, wo so ein indisches Jazz-Album aufgenommen haben. Und das ist einfach mega cool, so mit so Leuten auch in Kontakt zu kommen und man trifft sich da draußen so Käferle zusammen. Und es ist so ein mega schöner Vibe, um hier in diesen Powerplay-Studios zu sein und das so können zu erleben. Und es ist so altehrwürdig. Yeah. Also es ist auch die Instrumente. Ich habe auf einem Schlagzeug gespielt, das ist von 1960. Wenn zum Beispiel von Walt Disney. Ja. Ehemalige Walt Disney. Das ist schwer geil. Das ist einfach mega, mega cool. Das ist echt auch mega inspirierend. Also ich finde, ja, so, wenn du da so Musik machst, ist es so ganz etwas anderes, als du in deinem Proberaum hockst. Da können wir da proben in Zukunft. Ja, wir fragen mal. Also so mega schön und du kannst so musikalisch noch völlig auf einer anderen Ebene so entfalten. Ja. All deine Möglichkeiten und so in dieser Stimmung. Man läuft da so um und sieht so die ganzen Schallplatten, die schon da war. Und einfach, was da schon produziert worden ist und schon entstanden ist. Und dann denkt man sich, ja, jetzt mehr. Das ist das Reh, verdammt. Das ist recht gerade. Wir haben heute unseren ersten Studiotag. Der Andi ist heute dran mit aufnehmen. Genau. Wir nehmen heute, morgen und übermorgen Drums auf. Für unsere neue EP. Yay. Also unsere erste EP, es ist nicht die neue. Es ist unsere neue erste EP. Unsere neue erste EP. Ich bin so zentral. Das ist der Nicola. Er heisst Bruno und ist unser Kameramann. Hallo, ich bin Bruno, ich bin der Kameramann. Wir freuen uns! Yay! So, ich gehe jetzt die Drums aufnehmen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber wir haben mit Baum gespielt. Das ist alles gut. Oh nein! Ist das Spiel? Studiochef Andreas. Wir sind hier am Studio B. Das ist das Original Mischpult von der Walt Disney Studio. Das ist Rupert Neve. Der kann man da. Da kommt die. Was klingt da? Das ist Kim.
Es ist ihre Geburtstagswoche. Das ist Andy. Das ist der erste Tag im Studio. Wo muss ich hinschauen eigentlich? Da ist die Kamera. Wir sind ein bisschen schwingisch. Nein, Andy, es war Salatsauce. Salatsauce. Cool. Wir sind in den Powerplay Studios. Cyril? Der Sack? Der Cyril und sein Sack. Also, wenn du es gerade los meinst? Ja. Ist ja geil. Oder Nothing, noch ein Stein drin. Es ist Montagmorgen. Du hast eine Banane. Du hast Kaffee immer schon gehabt. Ich habe schon zwei Kaffee gehabt. Das ist ein bisschen da, wo wir gehören. Deswegen, also aber dann gebe ich einen Slam-Raum, oder? Ja, einfach ein, genau, einen Raum, wenn man kommt. Wieder mal ins Bild. Das ist der Massimo, das ist der Stein von unserer Jacke. Wir melden uns. Mein Arm wird lahm. Arm lahm. Arm lahm. Tschüss. Ciao. Das ist unlang. Was ist das? Ja, eine grosse Frage war natürlich dann, wie viele Songs können wir überhaupt aufnehmen? Machen wir gerade ein Album oder machen wir einfach eine Single? Also, was können wir uns da eigentlich leisten? Ist die Hauptfrage, wie viel Zeit können wir investieren? Und wie viel Geld? Was können wir uns leisten und wie viel Geld? Ja. Die Schweiz ist ein Kompromiss eingegangen. Zwischen ja, Album und Single und jetzt werden es echt Songs. Extended Play. Extended Play. und es gibt das Prelude. Dann hast du zu viel verloren. Verroten. Ich glaube, das gibt es schon. Vielleicht gibt es ein Intro. Auf jeden Fall haben wir sechs Songs drauf. Und wir haben glücklicherweise oder auch leider schon ein bisschen mehr. Und haben uns dann müssen entscheiden, welche. Das war eine grosse Frage für uns, gewesen, weil wir ja eben schon fünf Songs haben wir, glaube ich, schon so ein bisschen demomässig rausgebracht. Tun wir die nochmal aufgreifen oder ist das langweilig für die Leute und so weiter. Und haben jetzt so eine gute Mischung gefunden, glaube ich, würde ich sagen. Und ja. Und wenn es machst, dann musst du nicht mehr. Dann musst du drüber gehen. Nein, nein. Dann machst du drüber gehen. Oh, schön laut. Ich habe das gehört. Mittwochnachmittag. Der Nicola hat von 3 Tönen gespielt und braucht den Fest. Ich hänge mich voll rein, weißt du? Geht das irgendwie einigermaßen so? Super. Und du siehst. Also, kannst du überhaupt noch Papier spielen? Wir haben eigentlich uns ja so ein bisschen vor gutem Jahr gefunden, kann man sagen. Und haben dann im Mittag erst mal zusammen Musik gemacht. Und dann auch schnell gefragt, was machen wir jetzt mit unseren Songs und mit unserer Musik? Und haben dann gefunden, irgendwie möchten wir gerne so ein grosses Eröffnungsmoment haben, wo wir so irgendwie Demos veröffentlichen und eine Webseite haben, Instagram, Facebook, alles, was so zusammenkommt, mehr als wir gedacht haben. Ein Video haben wir auch. Das war auch sehr wichtig. Und dann haben wir das gemacht und haben das rausgebracht und mega cooles Feedback bekommen und alles. Aber dann ist recht schnell gefragt, so, jetzt haben wir die Demos, aber es ist halt doch nicht so ganz das, was wir daraus machen könnten. Und wie machen wir weiter? Machen wir weiter so Demos oder gehen wir ins Studio? Und haben dann recht schnell gefunden, irgendwie, wenn wir das richtig machen und etwas rausholen wollen, müssen wir ins Studio gehen. Und dann ist es losgegangen mit dieser Reise. Ja. Und viel Arbeit.